Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte Sie Stefan Entertainment begrüßen zu einer weiteren einzigartigen Ausgabe von Kommentare mit Stefan. Wer hat seit 3 Wochen kein Kommentare mit Stefan Video mehr gemacht? Ich habe seit 3 Wochen kein Kommentare mit Stefan Video mehr gemacht. Und wer findet es relativ schwer, Kommentare zu finden für ein Kommentare mit Stefan Video, weswegen das so lange dauert? Ich finde das relativ schwer. Zur Entschädigung, dass das letzte Mal so lange her ist, ist der Hintergrund heute ein bisschen anders. Das liegt daran, dass die Kamera eine andere ist, die auch woanders steht. Deswegen bin ich so flüssig heute. Wenn ich klinge, als ob ich das in der Kirche aufnehme oder in einer Mülltonne oder sowas, es tut mir leid, ich habe absolut keine Erfahrung mit diesem Setup. Ich habe das alles hier komplett zusammen improvisiert. Das heißt, wenn es furchtbar klingt, sorry. Wirst du oft bei Vorlesungen von anderen Studenten erkannt? Hashtag Stefan mit Kommentaren. Ich wollte gerade sagen, das heißt eigentlich Kommentare mit Stefan und dich berichtigen, aber dann ist mir aufgefallen, das ist Bait, dass ich genau das mache, deswegen mache ich das nicht. Die Wahrheit ist, das ist noch nie vorgekommen. Also ich wurde noch nie auf der Straße oder sonst irgendwo, wo ich sonst hingehe, erkannt von irgendwem. Es gibt ein paar Leute in der Uni, die wissen, dass ich das hier mache und was ich hier so treibe, aber nein, ich wurde noch nie irgendwo erkannt und ich weiß ganz genau, wenn das erste Mal passieren wird, wird es extrem weird, es wird extrem awkward und ich werde nicht wissen, was ich machen soll. Das heißt, wer auch immer mich zuerst trifft, wird wahrscheinlich nicht diese Form hier erleben, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Hey Stefan, ich habe eine Idee. Stell das Poop-Meme neben den Drucker hinten rechts in der Kamera. Bitte, das wäre echt nice. Die Rede, für alle, die es nicht wissen, ist von diesem großartigen Stück der modernen Kunst. Wir nennen solche Kunst Emojis. Und der Vorschlag ist halt, dass ich das Ding da hinten hinstelle, hier in den Schrank, weil das ist der Schrank, den man normalerweise im Hintergrund der Kamera sieht. Also wenn ich normal am Tisch sitze. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ich muss extrem weit nach hinten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gleich umkippe, ist sehr, sehr hoch. Aber das Ding ist komplett voll. Mit Zeug, was ich nicht woanders hinmachen kann. Hier steht eben eine Sammlerstatue von Two Worlds 2. Hier steht GTA San Andreas und anderes Zeug. Das kann ich sonst nirgendwo hinräumen, weil das Zimmer hier winzig ist. Also fristet das Ding hier leider weiterhin sein Nischendasein, weil ich keinen Platz habe. Aber ich liebe es trotzdem. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag. Ich mag dich, okay? Bitte verrat mich nicht an deine Emoji-Freunde. Ich will keine Armee hier drin. Wir alle gehen jetzt ein bisschen in der Zeit zurück. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, es war beim letzten Mal, als mich jemand gefragt hat, ob er mich Lüpel nennen kann. Und ich habe überlegt, was das heißt. Ich habe sogar gegoogelt. Ich glaube, es hieß irgendwie Länge über Puffer oder sowas und kam irgendwie aus dem Bahnbereich. Und jetzt musste es mir ernsthaft jemand erklären, weil ich den Witz dahinter nicht verstanden habe. Und zwar, Trommelwirbel, heißt das, dieses Lüpel heißt nichts anderes als LPL komisch ausgesprochen. Und als ich das gelesen habe, dann, weißt du, hier, mind blown. Wie habe ich das nicht gerafft? Wie verstehe ich sowas nicht? Das ist so simpel. Mann. Okay, aber ich schätze, Länge über Puffer wäre auch ein cooler Name. Kann ich hier sonst so ein Schild machen und dann so, hey, wie heißt du? Und dann kann ich sagen, hier, Länge über Puffer. Die Familie Puffer hat ein großes Erbe. Ich habe große Vorfahren. Ich weiß doch auch nicht. Ganz ehrlich, ich liebe ja eigentlich die YouTube-Kommentare. Wir haben Tipps in den YouTube-Kommentaren, wir haben Vorschläge in den YouTube-Kommentaren, wir haben YouTube-Kommentare, die von Leuten kommen, die mich absolut nicht leiden können. Das ist auch toll. Und dann gibt es eine große weitere Sektion von YouTube-Kommentaren, die einfach nur daraus besteht, so random wie möglich zu sein, aber gleichzeitig extrem lustig. Und zwar, ich scroll da durch, ja, und im letzten Kommentarvideo, ich scroll da durch und denke mir so, was könnte ich nehmen, was habe ich noch nicht benutzt, wie könnte ich originell sein? Und dann sehe ich das hier. Einfach eine Person namens Putzfrau Melanie, die vermeldet, dass sie in meinen Kommentaren am Putzen ist. Ich weiß nicht warum, aber sowas. Weißt du, du bist darauf eingestellt, Fragen zu finden, die potenziell deep sind, die du beantworten kannst. Und dann kommt einfach nur, ich putze. Das ist so, das gibt es auch schon seit längerem, wenn man einfach reinschreibt, ja, beachte mich gar nicht, ich putze hier nur durch. Und die meisten Leute sagen, Spam, Spam, ich finde sowas lustig. Ich kann nicht der Einzige sein, richtig? Zum Glück blende ich die Kommentare, die ich gerade am Lesen bin, immer ein, sonst könnte ich gar nicht beschreiben, was hier steht. Und zwar ist das, ich wusste gar nicht, dass das existiert. Ich behaupte einfach mal, das ist eine Copypasta, die von irgendwoher ist. Wenn du es selbst gemacht hast, Gratulation, sieht großartig aus. Wenn es eine Copypasta ist, auch gut. Und zwar ist das ein fucking Lennyface mit einem Zauberstab. Und nebendran steht, Sekunde, jetzt muss ich das Handy weglegen, steht Meme-Magic. Und jetzt wissen wir auch, wozu ich auserkoren wurde. Ja? Harry Potter ist zwar ein Zauberer, ja, aber ich bin ein Meme-Zauberer. Wenn bei mir also jemals ein großer, bärtiger Mann durch die Türe kommt und sagt, "You're the wizard, Harry," dann kann ich sagen, "I'm a fucking what, my? I'm a fucking meme-wizard." Das war so extrem britisch.
Wo sind meine Tee und Crumpets? Meme Magic ist ja schön und gut, aber ich muss trotzdem meinem Bildungsauftrag nachkommen und ernst gemeinte Fragen beantworten. Deswegen kommen wir nun zu einer ernst gemeinten Frage, die nicht wirklich eine Frage ist, sondern meine Aussage, aber als Frage verstanden werden kann. Ich erkläre mich viel zu viel. Und zwar einfach nur, Stefan, Merch. Und das kommt immer mal wieder, dass ich in den Kommentaren nach Merch gefragt werde. Und die Wahrheit ist, selbst wenn ich, also ich habe aktuell keine Pläne, Merch rauszubringen, das nur so, aber selbst wenn ich Pläne hätte, ich wüsste nicht was. Weil der meiste YouTuber-Merch, den ich kenne, besteht eben daraus, dass eben die Catchphrases von denen auf T-Shirts gemacht werden oder so. Aber erstens mal, ich glaube selber nicht, dass ich einen Catchphrase habe. Es sei denn, ich habe einen und ich merke das einfach nicht, weil man selber merkt sowas nicht, in den meisten Fällen. Das heißt, ich wüsste nicht, was ich drauf machen soll. Und selbst, also wenn ich Merch machen sollte, dann sollte das irgendwas sein, was auch als Außenstehender, der keine Ahnung hat, wer diese Person ist, von der das kommt, wo man auch als Außenstehender sagen kann, keine Ahnung, das ist ein schickes Logo oder ein schickes Design, das sieht schick aus. Und ich selber kann sowas halt nicht machen. Ich bin relativ brauchbar in Photoshop, aber längst nicht gut genug, um irgendwas zu machen, wo ich sagen könnte, ja, das könnte ich verkaufen und dafür kann man Geld verlangen. Das würde ich mir selbst einfach nicht zutrauen. Also ich bräuchte einen Designer, ich bräuchte allgemein eine Idee, was ich drauf machen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir was überlegen. Brauche ich Merch? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das brauche. Braucht man Merch? Ich habe halt noch nie in meinem Leben Merch gekauft. Ich bin jemand, ich kaufe sowas nicht. Deswegen kann ich mich da sehr schlecht reinversetzen. Keine Ahnung. Das ist ein sehr großes Thema. Da könnte man eigentlich ein ganz, ganz eigenes Video drüber machen. Das kann ich jetzt, glaube ich, in der kurzen Zeit nicht beantworten. Aber die Grundaussage, ich habe es aktuell nicht vor. Selbst wenn, wüsste ich nicht was. Und selber könnte ich das nicht machen, weil ich halte mich bei weitem nicht gut genug dafür. Hashtag Kommentare mit Stefan. Was war deine Inspiration, YouTube zu beginnen? Der Kommentar kam mir, als ich ihn gelesen habe, extrem bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon irgendwo beantwortet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen mache ich es jetzt auf die Gefahr hin, dass ich es schon gemacht habe. Und selbst wenn ich es schon gemacht habe, dann sage ich es halt nochmal und wiederhole mich. Aber ich weiß nicht, was es war. Also es gibt ja immer so Leute, die sagen, oh, ich habe den und den YouTuber gesehen, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt unbedingt und ich will das unbedingt machen. Ich weiß aber nicht genau, ob es bei mir sowas gab. Also ich muss nur ganz kurz mal sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es Leute gibt, die Spiele auf YouTube hochladen und dass sich Leute wirklich angucken, das war glaube ich Gronkh. Als ersten YouTuber habe ich glaube Gronkh geguckt. Das war 2011? Keine Ahnung. Als die halbe Welt schon wusste, wer der Mann ist, habe ich erst damit angefangen, erst überhaupt gemerkt, was eigentlich auf YouTube sonst noch existiert, aus den dummen Memes, die ich mir damals reingezogen habe. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, es war einfach eine Mischung aus, ich wollte irgendwas machen, weil ich sitze sowieso sehr, sehr lange teilweise hier und spiele, also warum einfach nicht drüber quatschen. Also das war sowieso schon was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ich wollte, glaube ich, einfach was zu tun. Ich hatte zu dieser Zeit nicht viel zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube, es war mehr Langeweile, als dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich will genau das auch machen und ich weiß nicht, mir war halt einfach langweilig. Das ist schwer zu beschreiben. Klopapierrollen, die mich anspringen und mich umbringen wollen, kenne ich. Hashtag Daily Struggle. Ich weiß, das ist absolut furchtbar. Wir sind aktuell auf diesem Planeten einer großen Invasion von tödlichen Klopapierrollen ausgesetzt. Aber was die wenigsten wissen, ich bin im Besitz. Meine Agenten haben geliefert, was ich verlangt habe. Ich bin im Besitz ihres Anführers. Und ich werde nun live auf Kamera festhalten, wo die anderen sind. Also, spuck es aus. Spuck es aus, du Klopapierrolle. Wo sind die anderen von euch? Hä? Ich weiß, du übernimmst diese Welt. Ich bin nicht paranoid. Wir haben dasselbe gesehen, dieser Kommentator und ich. Okay? Spuck es aus. Spuck es aus. Ist ja schon weird genug. Ich rede erstens mal mit einer Klopapierrolle und zweitens halte ich eine Software auf eine Klopapierrolle. Da drüben ist ein Fenster, by the way. Also, wenn irgendjemand da draußen vorbeiläuft, erstmal sieht er mich mit einer Waffe rumfuchteln und zweitens sieht er, dass ich eine Klopapierrolle bedrohe. Eventuell wohne ich dann den Rest meines Lebens in einer Nervenheilanstalt. Ich sollte das Zeug potenziell weglegen. Außerdem habe ich mir extra hier für eine Klopapierrolle geklaut. Also, quasi aus dem Klo geholt. Die Dinge, die ich mache für Videos, hä? Warum bist du mir so sympathisch? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das liegt daran, ich musste das schreiben, das war in All Caps. Das liegt daran, dass ich, das wissen die wenigsten, ja, das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden. Das liegt daran, dass ich in meinen Videos unterschwellige Botschaften verstecke, die dann nur ganz kurz aufblitzen,
wo dann eine Botschaft steht, die sich in dein Gehirn einprägt, ohne dass du es merkst. Das ist so ein bisschen wie in Inception, nur mit weniger Leonardo DiCaprio und mit weniger Träumen und weniger Traumebenen. Das liegt ganz allein daran. Jetzt kennt ihr mein größtes Geheimnis. Alles, was ich getan habe, ist einfach nur ein Frame lang irgendwas einzublenden. Deswegen seid ihr alle hier. Auf die Gefahr hin, dass das wieder irgendwer ernst nimmt. Das war ein Joke. Kannst du mal ein Draw My Life machen, bitte? Ich weiß, das ist ein Ding, was viele YouTuber machen in Draw My Life. Aber ich finde die Dinger auch super cool, versteht mich nicht falsch. Weil ich gerne die Hintergrundgeschichte von Leuten höre. Vor allem von Leuten, die ich mag. Aber ich glaube nicht, dass das sonderlich interessant wäre bei mir, weil ich weiß nicht, es ist halt nicht viel passiert. Also, ich weiß, bei extrem vielen Draw My Life Videos ist das so, ja, und dann ist jemand gestorben, den ich kenne, oder dann ist irgendwas passiert, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Bei mir ist halt gar nichts passiert. Ich wurde geboren, hab existiert, hab irgendwann angefangen, YouTube zu machen und keine Ahnung, das ist meine Geschichte. Ich glaube nicht, dass das sonderlich interessant wäre. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich selber kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen. Weil ich steck nicht in dieser Rolle, in der du, genau du, hier, ich fass dir ins Gesicht und hab deine Nase, in der du steckst, ihr. Also ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, das wäre nicht sonderlich interessant. Ich glaube, das wäre kein lohnenswertes Video. Aber wie gesagt, das kann ich selber fast überhaupt nicht beurteilen. Weil ich habe halt diese Perspektive nicht. Ich liebe deine Art, wie du deine Videos aufbaust und deine Art zu spielen und zu reden. Und ich liebe die Escapist und freue mich immer um 18 Uhr über deine Videos. Danke, dass du YouTuber bist. Okay. Ich will es nur ganz kurz sagen, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich so einen Kommentar mit reinnehme, der halt keine Frage ist, aber es ist wichtig, dass das gesagt wird, das wird jetzt ein bisschen Real Talk mäßig. Solche Kommentare sind sehr, sehr wichtig. Also, wenn du jemand bist, der irgendwas macht, und in der Position bin ich ja, wenn du jemand bist, der irgendwas macht, und ich mache das jetzt nicht aus Selbstbeweihräucherung, ich mache das nur, um das einfach mal gesagt zu haben, wenn du irgendwer bist, der was macht, was davon abhängt, dass die Leute daran interessiert sind, das zu gucken. Weil alles, was ich mache, ist, ich lade ein Video hoch, der Rest liegt nicht mehr in meiner Hand. Das seid alles ihr. So, und wenn man eben jemand ist, der das macht und dann sieht, dass das wirklich gut ankommt, dass die Leute das gerne gucken und sich vielleicht sogar freuen um 18 Uhr und teilweise andere Sachen unterbrechen, nur um deine Videos zu gucken, das ist krass. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Dass die Leute, ich weiß, vielleicht wird das jetzt zu lieb, keine Ahnung, aber ich bin gerade so im Flow, also höre ich nicht auf, dass die Leute andere Sachen, die sie vielleicht auch super gerne machen, unterbrechen, nur um das anzugucken, was du gemacht hast und sich die Zeit rausnehmen, das ist krass. Das muss ich einfach mal gesagt haben. Das ist der einzige Sinn, warum dieser Kommentar hier drin ist, damit ich das loswerden kann. Wow, das... Mann... Bin ich wieder emotional, so kennt man mich gar nicht, ich weiß. Och Mann. Dein Kühlschrank ist ein Mimik, ich hab's gewusst. Ich hab's die ganze Zeit gewusst, dass irgendwas mit dem Ding nicht stimmt. Danke, dass du meine Ansicht bestätigst, dass irgendwas mit diesem Kühlschrank nicht ganz richtig ist. Wenn du mich nun entschuldigen würdest, ich muss jagen gehen, okay? Bleib einfach hier, es wird nichts passieren. Wenn du Knall hörst, dann habe ich meinen Kühlschrank erschossen, mein Stuhl hat gerade mein Mikroarm berührt. Einfach da bleiben, okay? Ich nehme jetzt das Ding und knall meinen Kühlschrank ab. Pass auf, wirst du schon sehen. Warte ab. Hey, yo, unser Kühlschrank ist ein Alien-Monster. Das Wort Noise ist das Beste. Halt, du hast da was ganz falsch verstanden. Das Wort Noise, ja, ist nicht nur einfach das Beste. Das Wort Noise ist Noise. Und das passt vor allem, das ist super anwendbar, das passt in jeder Lebenslage. Der Zug kommt ausnahmsweise mal pünktlich am Bahnhof und du kommst pünktlich zu einem wichtigen Termin. Noise. Keine Ahnung, du spielst irgendein Online-Spiel und du schießt später als der andere Typ und schießt ihm trotzdem direkt in die Rübe und gewinnst den Firefight. Noise. Du kommst nach Hause und das lang ersehnte Paket ist da. Noise. Siehst du, wie super anwendbar das ist? Ich glaube, ich gebe jetzt Online-Kurse zur Benutzung des Wortes Noise in Sätzen. Wir brauchen das Wort Noise im Duden. Ich werde da mal einen Antrag stellen. Wahrscheinlich kommt einfach eine E-Mail zurück, wo drauf steht Fuck off. Stefan, ich meine Pfeffer, nicht ernst nehmen. Wenn du im Gefängnis wärst, wie und wann, also Uhrzeit, würdest du ausbrechen? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, die Ausbruchsweise hängt eben davon ab, wie groß das Gefängnis ist, welche Sicherheitsvorkehrungen es hat. Das ist sehr komplex zu sagen. Aber die Uhrzeit sollte eigentlich nachts sein. Also wenn das nachts steigt, ist das sehr, sehr gut. Es sei denn, man macht es tagsüber
weil man damit rechnet, dass alle anderen damit rechnen, dass man es nur nachts macht. Also ein Ausbruch am helllichten Tag könnte relativ unerwartet kommen und auch funktionieren. Es gibt viele Wege, aus dem Gefängnis auszubrechen, und mir ist gerade aufgefallen, ich habe schon zu viel gesagt. Ich habe schon viel zu viel meines Planes offengelegt. Wir machen die Kamera aus. Nein, nein, nein. Wir nehmen das nicht auf, okay? Ich muss noch hier raus. Okay, ich schätze, das war's auch schon wieder für dieses Mal hier bei Kommentare mit Stefan. Schreibt mir mal hier unten drunter, wie ihr das fandet, dass wir das jetzt ein bisschen anders machen mit einer Kamera direkt hier und einem mehr oder weniger anderen Hintergrund, dass man ein bisschen was anderes sieht, dass das sich noch ein bisschen mehr von den anderen, in Anführungsstrichen, normalen Videos abhebt. Das fand ich eigentlich ganz nice, die Idee. Außerdem ist das super praktisch, weil ich habe rechts eine Ablagefläche in Form des Bettes und links eine Ablagefläche in Form des Schreibtischs. Das heißt, ich kann überall Zeug hinlegen, um das für die ganzen dummen Gags zu benutzen, für die ich ja so bekannt bin. Keine Ahnung. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da ein bisschen Bleibheiten aufs Maulzaun und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Hier drin ist fucking warm und die pure Anzahl an Lichtern macht's nicht besser. Oh, und meine Haare sehen aus wie Sellerie.